Overwatch wird doch nicht free to play. Eine zweite Staffel von Life is Strange kommt und ein neuer Teaser zu Mass Effect Andromeda mit Commander Shepard wurde veröffentlicht. Hossa Internet, ich bin Michael Obermeier und das sind heute die News. Letzte Woche hatten wir schon das geleakte Gerücht, dass Overwatch auch auf PC und Konsole in den Laden kommt. Jetzt ist die BlizzCon-Messe vorbei und wir sind schlauer und können bestätigen, ja, Overwatch kommt auf PC und Konsole in den Laden und es wird ganz offiziell gar keine Free-to-Play-Option geben. Man kann Overwatch dann also nur in einer 40€ Standard- und einer 60€ Special Edition kaufen und Microtransactions, wie es bei Free-to-Play-Spielen vorgesehen sind, wird es gar nicht geben. Im Gespräch mit der Webseite Kotaku erklärt dann der Entwickler Blizzard auch, warum das so ist, denn im Kern von Overwatch ist der Wechsel zwischen den Helden. Wenn man während einer Partie bemerkt, dass ein Spieler einen bestimmten Helden hat, soll man die Möglichkeit haben, aus einem großen Pool von Helden einen auszuwählen, der diesen kontern kann und das geht eben auch nur, wenn man einen großen Pool an Helden zur Auswahl hat und wenn man da über Free-to-Play einzelne Helden dazu kaufen müsste, würde das viele Spieler abschrecken. Deswegen möchte man davon Abstand nehmen. Zumindest für den Release, da gibt es jetzt erstmal alle 21 Helden. Blizzard schließt aber nicht aus, in Zukunft noch neue Helden über Microtransactions zu verkaufen. Attackers incoming. Prepare your defenses. Get behind. Locked and loaded. Es wird eine zweite Staffel zu Life is Strange bzw. ein Life is Strange 2 geben. Das erklärt der Studienmitbegründer von Dontnod, Alain Damasio, im Interview mit der Webseite Alchemy. Er sagt da, dass er beim ersten Teil die Position des Script-Doctors übernommen hat, also der nochmal über das Drehbuch drüber guckt, ob das auch alles wirklich logisch ist. Und diese Position wird er auch bei Life is Strange 2 übernehmen. Wo dieses Life is Strange 2 spielt und wer da mitspielt, das ist noch unbekannt. Kann also sein, dass da Figuren aus dem ersten Teil vorkommen und dass es wieder in Arcadia Bay spielt oder dass es ein ganz neues Zeitreise-Episodenabenteuer wird. I think that the storm started, everything started when I found out I could rewind time. All this destruction is my fault. Diese Schlingel von BioWare, da haben die im Vorfeld noch gesagt, dass es zum diesjährigen N7 Day, dem großen Mass Effect Fan-Tag, keinen neuen Trailer aus Mass Effect Andromeda geben wird. Und dann haben sie doch einen neuen Trailer aus Mass Effect Andromeda veröffentlicht. Und zwar mit der Stimme von Commander Shepard, beziehungsweise der englischen weiblichen Commander Shepard, Jennifer Hale. Und jetzt dachte man doch bisher, dass Commander Shepard im neuen Spiel gar nicht mehr auftaucht, sondern dass man da einen komplett neuen Helden spielt. Daran ändert dieser Trailer auch nichts. Wie BioWare nämlich erklärt, soll das Ganze nur die metaphorische Übergabe des Staffelstabs an die nächste Generation von Weltraumpionieren sein. Mass Effect Andromeda erscheint dann im Herbst 2016 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Wir erscheinen dann morgen wieder mit der nächsten Ausgabe der News. Würde mich freuen, wenn ihr dazu einschaltet. Bis dahin, weiterspielen.